Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute möchte ich Ihnen eine Filmkamera zeigen von der Firma Nizo. Hier ist eine Nizo Cine SE Modell C von 1936. Das ist eine ganz einfache Doppel-8-Filmkamera. Die Kamera hat eine Steinheil-Standardoptik, das ist das hier, eine Feuchtblender-Teleobjektiv, das hier ist eine Sonnenblende und die dazu passenden Filter. Also diese Kamera oder das Besondere an dieser Kamera ist dieser Sucher für dieses Teleobjektiv. Optik und Sucher, die Parallaxe stimmt absolut genau und das Bild ist relativ hell und optiktreu. Die Kamera hat eine Rückspulmöglichkeit, wenn man Trickaufnahmen machen will. Und das ganz Besondere, was diese Kamera hat, und eigentlich eine Seltenheit für Filmkameras ist, sie hat eine Winkelsucher. Das heißt, wenn ich jetzt hier schaue, filme ich in diese Richtung. Das ist für Filmkameras relativ selten, aber für viele Fotoapparate üblich. Die Firma Nizo ist in München beheimatet und die Firma Nizo hat bis heute den Nimbus, eine Nobelkamera. Alles, was Nizo drauf steht, ist zu 100% Handarbeit. Bis heute. Die Firma Nizo hat sich einen guten Namen gemacht als der Papst der Industriedesigner, der Dieter Rams in der Firma Nizo bzw. Braun dazugekommen ist. Er hat sehr viele Kameras entworfen. Er hat sehr viel Industriegüter designet, aber besonders auffällig sind die silbernen Backsteine. Das sind diese modernen Nizo-Kameras, die diese silbermatte Farbe auffällt. Auch die Firma Nizo hatte diverse Schwierigkeiten gehabt. Während des Krieges haben sie Schussmesskameras gebaut, wie die Jagdflieger. Und auch natürlich diverse mikroelektronische Teile für die Flieger. Aber Nizo hat auch etwas für die Landwirtschaft gemacht. Als sie nicht ausgelastet waren, haben sie Ersatzteile für die Firma Fendt. Die Firma Fendt ist eine Firma für landwirtschaftliche Maschinen, sprich Traktoren. Gegründet ist die Firma 1925, 1962 ist an die Firma Braun verkauft, 1980 ist die Firma Braun an die Firma Bosch gekommen und 1981 hat die Firma Bosch einfach die Produktion von diesen Geräten eingestellt. Und damit ist die Firma 1981 aus dem Handelsregister verschwunden. Das war ein Rückblick zur Firma Nizo. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.